Die Zeit verrinnt. Laden, laden, laden. So, es braucht noch 5 Sekunden, damit YouTube auch wirklich alles mitkriegt. Und dann legen wir hier los. So, jetzt sind wir live. Und jetzt können wir Vollgas geben und ein bisschen schwitzen. Und ihr gebt mir noch mal Zeichen zwischendurch, ob die Musik zu laut, Steven zu laut oder beides perfekt ist. Was mir ja am liebsten wäre. Let's go. So. Make no excuses Ah, now. ja. I'm talking here and now. I'm So, talking here ihr and Hübschen, now. lasst Let's uns ein bisschen go. locker werden. Ah. Erstmal ein bisschen Bewegung am Platz, ein bisschen die Füße heben. Und wenn ihr noch ein paar Videos für mich habt, wir sind ein paar mehr Teilnehmer, als ich Videos habe, dann würde ich mich total freuen. Muss aber auch nicht sein. Hauptsache, ihr schwitzt ein bisschen. So, wir starten mal mit dem rechten Bein locker zum Step Touch. 5, 6, 5, 6. Warte, 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 warte. 5, 6, 7 und seitlich. Sehr gut. Erstmal die Knie ein bisschen lockern. Wir fangen mal locker von unten nach oben an mit dem Warmwerden. Der Oberkörper darf gerne ein bisschen mit rotieren und die Arme schwingen. Ich hoffe, ihr seid alle eingestellt. Wir versuchen mal immer auf der entgegengesetzten Seite ein bisschen zuzugreifen. Go. There is no better time. Und I'm ein bisschen talking ab here ins and Knie. now. I'm talking here and now. Let's go. Right now is Da, where you da, da. shine. I'm Machen wir noch talking so here and 23 now. Runden. I'm talking here Oder and vier. now. It's not about 4, what you 3, it's about 2, what you 1. Wir bleiben im bring. Step Touch, locker oben. Nehmen die Arme mal zur Seite raus und halten die eine Sekunde. Das dürften eure Wohnzimmer, Esszimmer alle hergeben. So, wir nehmen die Arme nach vorne und raus und vor und raus und vor, raus. Schön locker. Wir sind noch im lockeren Warm-up. Wir lassen die Arme mal vorne und immer mit dem Seitwärtsschritt ziehen wir die Ellenbögen nach hinten. Seit, seit, seit. Ein bisschen locker ziehen. Wer Lust hat, nimmt schon mal ein bisschen Kniebewegung mit dazu. Locker ziehen. Let's go. So, wir schütteln wieder aus. Ich muss nochmal mein Ohr richten ein bisschen. Ah, schön. Und wir nehmen die Arme nochmal so eine leichte Sparring-Haltung. Welchen Arm ihr benutzt, ist wurscht. Wir boxen im Wechsel mit links oder rechts. Boxen, 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 boxen. Schön locker vorm Brustkorb nach vorne. Nur damit die Schultern ein bisschen gelockert werden. Und wer will, wieder ein bisschen über unten. Und die Seite ein bisschen mit nach vorne. Duck. Und wir boxen noch mal ein bisschen nach oben. Ah, das ist gut für die Schultergelenke und die ganze Nackenmuskulatur. Alles mal ausschütteln. Und noch mal nach vorne. Gut. Haben wir schon mal ein bisschen Bewegung. Wir machen gleich ein bisschen weiter. Es müsste jetzt, glaube ich, ein Cha-Cha kommen. Genau. Und mit dem Cha-Cha machen wir uns weiter warm. Und wir starten wieder, damit alle mit reinkommen, mit einem Step-Touch. Und dann zähle ich euch wieder ein auf Start. Platz, Platz, Cha-Cha-Cha. Einmal langsam probiert. Step-Touch nach rechts. Eins, zwei, drei, jetzt. Und Start, Platz, Platz, Cha-Cha hin, Platz, Platz, Cha-Cha her. So ist der Plan.
ein bisschen schneller das Ganze natürlich. Step Touch und Step, Step, Step. Ich gucke mal, ob alle sich mitbewegen. Das sieht gut aus. Nach rechts, links und rechts. Das ist gut. 5, 6, 7 und Start. Platz, Platz. Cha-Cha, 1, 2, 3. Cha-Cha hin, Cha-Cha her. Cha-Cha hin, Schritt, Schritt. Cha-Cha her, Schritt, Schritt. Cha-Cha hin, Cha-Cha her. Cha-Cha hin, Cha-Cha her. Und wir tanzen bitte mit dem linken Fuß eine Vorwärtswiege. Mit dem rechten ebenfalls. Links nach vorne, rechts nach vorne. Darf auch ein bisschen schräg über Kreuz gehen. Cha-Cha 1, Cha-Cha 2, Cha-Cha 3. Damit die Arme nicht wieder einschlafen, ziehen wir die Ellenbögen mit der Wiege nach hinten. Cha-Cha-Cha, zieh ein bisschen. So weit, wie es geht. Tick-Tack, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha hin, zieh ein bisschen. Zieh. Und wir machen die Arme lang beim Ziehen, damit der Brustkorb noch ein bisschen gedehnt wird. Macht euch um die Füße keine Sorgen. Hauptsache, die bewegen sich im Rhythmus. Das muss nicht super sauber getanzt werden. 2, 3, 4 und 1. Wiege, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Wir machen noch 4 Wiegen ab jetzt. Einmal, zweimal, dreimal und eine Drehung rechts herum. Grundschritt heißt, wenn ihr wollt, Wiege rückwärts mit rechts, Wiege vorwärts mit links. Wer das noch nicht kann, lässt die Wiegen beide vorwärts. Das geht natürlich auch. So, Arme wieder ein bisschen ausschütteln. Ich drehe mich auch gleich wieder mal zu euch. Ihr tanzt weiter euren Grundschritt. Cha-Cha-Cha, Wiege rück. Cha-Cha-Cha, Wiege vor. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Gut. Ja, ihr seht aber nicht ganz synchron mit mir aus, ihr Lieben. Aber das kann auch die Verzögerung sein oder ich quatsch wieder zu viel. Promenade bitte. Ein bisschen öffnen. Immer im 90-Grad-Winkel. Da, da, da. Da, da, da. Machen wir noch 2, 3. Und eine Linksdrehung. Und in den Grundschritt. Gut. Geht's euch noch gut? Alles entspannt bis jetzt? Schön. Däumchen. Danke, Caroline, fürs Däumchen. Ich freue mich sehr. So, und jetzt gibt's ein bisschen was zum Kreuzen. Wir starten wieder mit dem Step Touch. 5, 6, 7 und Step. Ha. Wir gehen wieder in den Grundschritt. Ich zähle ein. Auf rechts gibt's den Startschritt. 1, 2, 5, 6, 7 und Start. Wiege. Cha-Cha hin. Cha-Cha her. Die Hände immer locker auf Bauchnabelhöhe. So, und nach der nächsten Rückwärtswiege kreuzen wir vorwärts. Jetzt dann eine Vorwärtswiege und ein Rückwärtskreuzen. Wer nicht kreuzen möchte, der darf das auch ein bisschen schieben und schließt die Füße dabei. Das geht auch. Kleiner Tipp dabei, Körper ein bisschen schräger stellen, damit die Füße nicht durchrutschen. Wer es kann, kreuzt. Ah, schön. Endlich wieder ein bisschen Bewegung im Körper. So, wir bleiben einmal kurz langsam stehen. Haben das linke Bein frei und tanzen ein vor, seit, vor und seit, vor und seit. Und das lassen wir alles auf Ballen. Heißt, die Fersen berühren nicht den Boden. Vor, Platz, seit, Platz. Vor, Platz, seit. Vor, seit. Das machen wir noch 4-mal gemütlich. Und dann machen wir das mal im Originaltempo. Das heißt doppeltes Tempo. 5, 6, 7 und vor, seit. Vor, seit. Vor, seit. Vor, seit. Ah, ihr schafft das. Muss mal kurz schmulen. Ja, komm, bewegt die Füße vorne.
Halbes Tempo ab jetzt. Vor und seit. Wir wechseln mal das rechte Bein, geht in die Vorwärtsbewegung vor das linke Bein. Und zwar jetzt. Rechtes Bein. Vor und seit. Vor und seit. Vor und seit. Tempo. Jetzt. Und 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atmen. Lang. Seit. Lang. Seit. Vor. Seit. Noch einmal Tempo ab jetzt. Und vor. Seit. Vor. Seit. Vor. Seit. Vor. Seit. Vor. Noch 32. Vor. Seit. Vor. Seit. Vor. Seit. Der linke Oberschenkel wird wärmer. Halbes Tempo atmen und ausschütteln. Hui. Warm geworden die Schenkel? Ja, das ist gut. Dann machen wir das nochmal im Wechsel. Linke und rechte Seite. Immer doppelte Seite. Heißt links und seit, links und wechseln. Rechts und seit, rechts und linke Seite. Quatsch, linker Fuß. Jetzt mit dem rechten Fuß. Und jetzt beide Seiten Originaltempo. Und vor, seit, vor, rauf, vor, seit, halbes Tempo. Vor, atmen. Nochmal rechts atmen und wieder Tempo und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und nochmal Tempo, 2 und 3 und 4 und nochmal, einer geht noch, ich hab gelogen, noch einer, linke Seite, rechte Seite und nochmal schnell, 2, 3, atmen, jetzt und, oh, perfektes Tempo, das war schön. Sehr gut. So, mir wird warm. Reicht für heute. Nein. Salsa, ihr Lieben. Es gibt ein bisschen Soße. Hört ihr die Musik gut? Oder bin ich zu laut? Nee, passt? Okay. Weil ich höre mich gar nicht so gut. Quatsch, ich höre die Musik gar nicht so gut, wollte ich sagen. So, wir laufen im Rhythmus. Salsa ist schön, Salsa ist schön, schnell, schnell, lang, Schritt, Schritt, lang, kein Stress. Dum, 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 Francisco Bayaba. So, dann wechseln wir mal aus dem Basic-Schritt am Platz in unsere Cucarachas und starten für euch mit dem rechten Fuß seitwärts. Geht gleich los. Und zwar jetzt. Dem Tempo ist ganz entspannt. Hände wieder schön vor den Bauch halten, damit die Schultern sich auch bewegen können, sonst sind wir ein bisschen hart im Körper. Bam, 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 bam. Und wir lassen den Arm mal mit laufen. Und raus mit dem Arm. Raus damit. Der schwingt ein bisschen. Raus und rein. Raus und rein. Raus und rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 8, 17. So, wir gehen nicht mehr zur Seite zum Cucaracha, sondern wir gehen ins Rückplatz mit beiden Füßen. Rückplatz mit links, Rückplatz mit rechts. Dum, dum. Dum, dacke, dack. Rückplatz 1 und die Ferse immer schön runter zum Boden, damit der Popo auch ein bisschen beansprucht wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Und wir vergrößern mal den Seitwärtsschritt ein bisschen. Und dann klappen wir mal die linke Seite mit auf und die rechte Seite. Für die Cha-Cha-Rumba-Tänzer unter euch, ja, es fühlt sich an wie ein Hand-to-Hand. Gibt's aber in der Salsa auch. Und mein Kabel stört mich schon wieder, ist das schön. Dum, dacke, dum. So, nochmal ein bisschen aufklappen. Lass den Körper ruhig ein bisschen laufen. Und wir bleiben wieder gerade. Linkes Bein nach hinten, rechtes Bein nach hinten. Und wir wechseln bitte mal. Linkes Bein geht vorwärts,
Und das rechte Bein bleibt hinten. Links vor. Links geht vor, rechts geht rück. Das war der Übergang vom kubanischen zum New York Style. Eins. Und jetzt gibt's noch einen neuen Song. Dumm, dicke, dumm, wir bleiben mal dabei. Und dumm, dicke, dumm, dumm, dicke, dumm, dumm, dicke, dumm, 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 dicke, dumm. Links ist vorne, rechts ist hinten. Eins, fünf, eins, fünf. Und wir kreuzen mit dem linken Bein mal ein bisschen vor das rechte Bein. Und über Kreuz, 5, 6, 7. Über Kreuz, 5, das ist die sogenannte Box. Links geht rüber, über das rechte. Und 1, 2, 3. Und die ganze linke Körperseite darf mitmachen. 1. Nicht erschrecken, ich drehe mich um, ihr bleibt in der Bewegung. Über Kreuz, 5, 6, 7. Über Kreuz, 5, 6, 7. Und nehmt die Seite ein bisschen mit. Und zack. Dumm, da, gedank, rüber. Dumm, da, da, und rüber. 5. Okay, wir bleiben wieder im gemütlichen Grundschritt. Links geht vor, rechts geht rück. Und wir wechseln nochmal in die Cucarachas. Und wir gehen ein bisschen ins Knie. Und versuchen den Popo dabei nicht rauszudrücken, sondern der bleibt schön in der Senkrechten. Mir wurde mal erzählt, bei der Salsa muss es sich immer so anfühlen, als ob die Decke runterdrückt. Ja, also immer schön im Knie bleiben, dann bleibt der Körper locker. Und wir wechseln in den New York Style. Und Wiege vor, Wiege rück. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die kleine Kombination. Ein paar von euch kennen sie bestimmt schon. Wir tanzen eine ganze Rechtsdrehung. Und was kommt jetzt? Eine halbe Linksdrehung. Nennt sich auch Crossbody Lead. Dann müssten wir nach einer ganzen Rechtsdrehung und einer halben Linksdrehung wieder in der Startposition ankommen. Wer das mit der halben Linksdrehung noch nicht gleich hinbekommt, der kann in der Zeit auch einen Grundschritt tanzen. 5, 6, wir drehen. Und rechts rum, halber Grundschritt, links rum, Rücken zu mir, ein Grundschritt zum Atmen. Und Rechtsdrehung, 5, 6, 7, Linksdrehung, 5, 6, 7. Und nochmal atmen. Rundschritt und los geht's. Die ganze rechts und eine halbe links. Ein Grundschritt zum Entspannen. Eine ganze rechts. Eine halbe links. 5, 6, 7. Nochmal atmen. Ihr macht mal, ich gucke. Grundschritt. Grundschritt. Warum steht ihr denn da alle? 1, 5. 1. Und jeder für sich gemütlich starten. Ganze Rechtsdrehung, halbe Linksdrehung. Ja. Ja, das sah schon gut aus. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. So, die Samba stoppe ich nochmal ganz kurz. Die nehmen wir sofort danach. Bei der Salsa nochmal ganz kurz. Die Salsa ist bei mir immer so aufgebaut. Das klingt sehr arrogant. Bei mir, nein, bei jedem. Die Salsa ist immer in einem Achterblock aufgebaut. 1, 2, 3, Pause, 5, 6, 7, Pause. 1, 2, 3, Pause, 5, 6, 7, Pause. Egal, was ihr macht. Cucaracha, atmen, Cucaracha, atmen. So würde der Europäer das machen. Der Kubaner, der Salsero, der fühlt das. Wir brauchen ein bisschen Zahlen. So, deswegen immer diese Achterblöcke speichern. Ein Grundschritt, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Drehung. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es endet immer mit dem 5, 6, 7, mit dem rechten Fuß nach hinten. Die halbe Linksdrehung auch. Vor, Seit, Schritt. 1, 2, 3. Und das rechte Bein ist frei für eine Rückwärtswiege. Und 5, 6, 7. Und dann entscheiden wir wieder neu mit dem linken Fuß. Grundschritt vorwärts mit links oder ab nach rechts in die Drehung. Machen wir noch einmal langsam zum Abspeichern. Ein Grundschritt mit links gestartet.
Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Grundschritt oder gleich zurück, das entscheidet ihr gern selber. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Das alles zum Nachüben auf www.youtube.de. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Samba, ihr Hübschen. Und danach gibt es auch noch schöne Runde Walzer heute. Ein bisschen langsamer, ein bisschen wilder. Alles sowas in der Richtung. So, eine Runde entspannen mit der Samba. Wenn ihr was trinken wollt zwischendurch, lasst euch nicht stören. So. Wir lassen die Musik mal kurz ein bisschen wirken. Ist keine typische Samba, aber hat ein bisschen Bewegung. Bisschen Bounce. Und lasst die Arme ruhig ein bisschen was machen, damit es sich gut anfühlt. Und ich guck schon wieder auf mein Handy. Schön, denn mein Kopf ist bei dir. Schon mal so als Begriffe. Wischer, Volta. Reicht mir erstmal. Es geht 194 Länder, ich will das gut. So, wir starten mal locker mit der Wischer-Geschichte. Wir starten nach rechts. Heißt seit. Tipp, seit. Tipp, seit. Tipp. In anderen Tänzen auch Step-Touch genannt. In der Samba ist das quasi der Disco-Samba-Part. Und wir wollen aber ein bisschen mehr schwitzen. Deswegen machen wir aus dem 2-Schritt-Bounce ein 3-Schritt-Bounce. Und tanzen seit am Platz, seit am Platz, seit am Platz. Und wir können diesen zweiten Schritt auch noch schön dahinter packen. Ich trank Wein in Florenz. Ich hätte gern schönes Bouncen dabei. Der Toskana. Mann, ich war feiern in Krakau. Und bin fast daheim in Warschau. Bouncen. Bouncen. Immer eine schöne Bewegung über oben. Wir tanzen Wischer. Und zwar 4 Stück. Und mit dem freien Bein gehen wir dann in eine Volta, die sich rechts rumdreht. Denn mein Kopf ist bei dir. 1, Mann, wann sehe ich dich endlich? 8-mal Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann müssen wir auf dem linken Wischer ankommen. Und das gleiche Spielchen links rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nach rechts. Wir bleiben mal im Wischer. Nochmal. Atmen, alle wieder da. 1, 2, 3, Volta, auf das rechte Bein geht's rauf. 5, 6, 7 nach links. 1, 2, 3 und ab links rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und rechts. Links, rechts, nochmal rechts rum. Immer auf den betonten Schlag vorne aufs rechte Bein rauf. Links, und schon rechts und noch einmal links rum. Und wir schließen mit dem rechten Bein, Slow Motion, schließen, Kick, Rückplatz, schließen, Kick, Rückplatz. Noch zweimal langsam, 6, 7 und schließ, Kick, Rückplatz, schließ, Kick, Rückplatz. Schließ, Kick, Rückplatz, schließ, Kick, Rückplatz, schließ, Kick, Rückplatz, schließ, Kick, Rückplatz, schließ, Kick, Rückplatz. Machen wir noch so 2 oder 3 Runden. Bum, bum, badam. Der Kick ist Bonus. Wir lassen den Kick mal weg ab jetzt. Schließ, Rückplatz, schließ, Rückplatz, schließ, Rückplatz. Ach, schön. Das sind sogenannte stationäre Samba-Walks. Man kann auch den Fuß nach hinten einfach wegtippen. Schön, wieder was ein bisschen für die Knie und was für die Bewegung. Jetzt machen wir noch ein bisschen was für den Oberkörper und für die Kontrolle im Körper. Der langsame Walzer. Wir starten mit einer entspannten Übung, nachdem ihr was getrunken habt. Matthias, ich freue mich übrigens sehr, dass ich männliche Verstärkung habe. Vielen Dank.
Wir schließen die Füße bitte einmal. Senken im Knie ab. Ich drehe mich zur Seite, damit ihr es besser seht. Auf 1 geht's runter, auf 2, 3 geht's hoch. 1, 2, 3, 1. Und wir versuchen, die Knie gebeugt zu lassen. 1, 2, 3. Den Popo anspannen dabei. 1, tack, 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 tack. Und wir können dabei die Arme schon mal ein bisschen rausnehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schön, was wir warten ein bisschen. Rum, bap, bap, rum, bap, bap. 1. Wir starten gleich mal rechts vorwärts in unser Rechtskarree. Anfang und 1. Links rückwärts, Seitschluss. Rechts vorwärts, Seitschluss. Und die Arme umarmen einen Baum. Ja, da, di, du. Und wir drehen 4-mal eine Vierteldrehung nach rechts. Erste Wand. Hälfte geschafft. Dritte Wand. Und ungefähr einmal wieder rum. Rechts. Seitschluss. Seitschluss. Wer neu dabei ist, tanzt alles schön gleichmäßig und gemütlich. Wer die Basics kennt, der dehnt schon mal ein bisschen die seitwärts bewegende Seite. Rück, 2, 3, vor, 2, 3, 2, 3. Und drückt euch schön nach oben ab. Und immer erst schließen, bevor wir senken. Ha, da hat der Song gewechselt und den Takt habe ich nicht getroffen. Verdammt, meine Güte. Ha, wir starten nochmal. Eine Runde rechts, Karri. Baum umarmen, ins Knie. Anfang jetzt. Vor, 2, 3, rück. Und vor. Und rück. Gut, einmal die Arme ausschütteln. Ihr könnt mitmachen oder gucken. Wir schweben 4 Takte vorwärts und schweben wieder 4 Takte leicht rückwärts. Ähnliche Bewegung wie im Botafogo, der Samba. Anfang jetzt. Überkreuz mit links. Dann wieder mit rechts. Und es geht rechts rückwärts. Oberkörper dreht immer ungefähr eine Vierteldrehung. Zack, bisschen weniger vielleicht. Und nochmal 4 vorwärts. Rechts, heben, senken. Ah, einer geht noch. Und 4-mal rück. Rechts, 2, 3, links. Und wir gehen mit rechts wieder in das Carré. Grundschritt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir schweben. Rechts, 2, 3, links. Und rechts. Und wir gehen rechts rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir gehen wieder in den Grundschritt. Rechts vor. 1, 2, Schluss und links rück. Rechts vor. Bum, zack, zack, bum, zack, zack. Und noch einmal rechts vorwärts. Und wir bleiben ganz kurz mal stehen. Entspannen kurz. Und setzen einen Ausfallschritt rechts zur Seite. Stellen uns aufs rechte Bein rauf, machen den Körper schön lang und heben mal das linke Bein, sodass wir merken, wir stehen komplett auf rechts. Popo über der Ferse. Aha. Und wir bewegen jetzt den ganzen Körper einmal nach unten und wieder hoch und runter und wieder hoch. Aha. Jetzt einmal nach unten in die Mitte. Da bleiben wir kurz stehen. Und drehen uns ein bisschen weiter und verlagern aufs linke Bein. Komplett rauf. Das Bein müsst ihr nicht hochnehmen, ist nur zu Demonstrationszwecken.
Wir nehmen die Arme wieder hoch und wir tragen das Tablett von links nach rechts. Anfang und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Bap, bap. Und wieder runter. Und nochmal. Runter. Und runter. Und runter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch 4 bis 12. Rum, da, da, rum. Schön für die Oberschenkel. 1, 2, 3. Und wir bleiben mal unten in der Mitte. Arme ausschütteln. Und wir gehen nochmal 5 cm tiefer. Und atmen. Arme ausschütteln. Und nochmal 5 cm tiefer. Schön. Wieder einen Baum umarmen. Gut. Und einmal die Arme über den Kopf. Ah, ihr macht doch jeden Quatsch mit, wa? Sehr gut. Einmal ausschütteln. Einmal die Oberschenkel lockern. Schön. Ich habe noch 2 Wiener Walzer. Zwei oder ein? 2, glaube ich. Ja, 2 habe ich noch für euch. 2 Wiener Walzer und einen schönen Song zum Ende. Könnt ihr noch? Ich nicht mehr, ich bin fix und fertig. Nein, nicht ganz. Komm, wir pendeln ein bisschen. Na, rechts, links. Nochmal so einen Tipp. Pendeln bedeutet immer, das freie Bein berührt nicht den Boden. Sieht man aber nicht. Ja, da, da, da. Ja. Und wir klauen uns ein paar Samba-Bewegungen. Nämlich den Wischer. Ab jetzt. Hinterkreuz. Rumpap, bap, rumpap, bap. Andere Bewegung, immer über unten, als wenn ihr schaufelt. Ihr schaufelt etwas aus. Ihr seid gerade nachts im Wald und wollt euren Geliebten vergraben. Ich habe gerade zu laut gequatscht. Ich habe die Musik nicht mehr gehört. Okay, wieder langsamer werden. Pendeln. Weniger Action. Ich drehe mich mal wieder um. 1. Sollte ich euch verwirrt haben mit meiner Richtung, wir sammeln uns nochmal auf rechts, links, rechts. Immer ein bisschen auf und ab. Auf und nieder, immer wieder. Und wir pendeln rechts vorwärts. Vor, rück. Und die Arme helfen uns. Nach oben, nach unten. Die Hände zumindest. Wer möchte, geht mit mir in den Dreier-Schritt und belegt alle 3 Schritte mit Gewicht. 1, 2, 3, vor, 2, 3, rück. Wir drehen uns dabei über 8 Takte. 1, 2, 3, 4, 5. Wer mehr braucht, ist nicht schlimm. Wenn ihr wieder da seid, wieder atmen. Ohne Dreier-Schritt, nur pendeln. 1, 2 und nochmal den Dreier-Schritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir drehen uns vor, rück, vor, rück, vor, rück und seitwärts in den Wischer. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 8 mal, noch 4, 4, 3 und vorwärts, 8 Takte drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zum Wischer seitwärts. Und nochmal 4, 5, 6. Atmen und nur pendeln. Entspannen. Entspannen. Ja.
Wir gehen ein bisschen in die Mitte, ins Knie, umarmen einen Baum und rotieren ein bisschen nach rechts. Den Kopf lassen wir vorne, gehen nochmal ein bisschen ins Knie, Popo anspannen, Becken nach vorne, ja, gehen in die Mitte, Kopf ist auch vorne und gehen nach links, Kopf bleibt vorne. Aber eure Ellenbögen sind immer auf einer Linie. Wieder in die Mitte. Nach rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Und die Schultern immer schauen, dass sie schön unten sind. Das heißt, wenn ihr irgendwann dieses Gefühl bekommt, ihr Süßen, wird es anstrengend. Schultern immer ein bisschen runterdrücken. So, ein Wiener Walzer haben wir noch. Das Shirt ist unvorteilhaft, ne? Man sieht meinen Bauch. Gottes Willen. Den machen wir noch. Wir pendeln uns ein bisschen aus. Arme ausschütteln. Beine ausschütteln. Ja, da, da, da. So, wir gehen gleich nochmal ins Knie und nehmen die ähnliche Bewegung, die wir gerade im langsamen Walzer hatten. Also, Baum umarmen, in die Mitte rechts, Mitte links, Mitte rechts. Und versuchen immer die eine Seite ein bisschen zu dehnen. Kopf bleibt vorne. Wenn es knack macht, war es zu weit, also schön vorsichtig. Ja, da, da. Ja, da, da. Die Knie nicht vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Als wenn ihr immer jemandem was geben möchtet, lassen wir die Arme mal schwingen. Und wir tanzen nach rechts ein Seitschluss Seit. Achtung, jetzt und Seitschluss Seit. Pendeln, pendeln. Und nach links ein Seitschluss Seit. Seitschluss Seit. Die Arme dürfen dabei kreisen, das hilft bei der Bewegung. Nach rechts und cha, cha, cha. Links, rechts und nochmal nach links. Cha, cha, cha. Eins, zwei und nochmal nach rechts. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, wie viel Platz ihr nach vorne und nach hinten habt in der Bewegung. Wer möchte, dreht mit mir ein bisschen rechts vorwärts über 7 Schritte. Sieht so aus. Ich muss einmal verdoppeln. Achtung, einmal gucken. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der 7. ist immer ein Check. Wer will, macht mit. 5, 5, 5, 6. Rechts vorwärts. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schritt. Pendeln. Den rechten Daumen gern nach rechts drehen, dann wisst ihr, wo lang ihr müsst beim Rückwärtspart. 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. Rechts. 4-mal Wischer, 4-mal drehen. Nein, Blödsinn. 4-mal Wischer, 1-mal drehen. Wischer beginnt und erstes Mal, zweites Mal. Rechts geht's nach vorne und 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wischer. 1, 2, 3, 4. Achtung und vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. Wischer. Und wir pendeln wieder mit dem rechten Fuß begonnen. Atmen. Schön. Und ein Cha-Cha nach rechts. Cha, Cha, Cha. Links, 2, Cha-Cha nach links. Cha,
cha, cha. Und nochmal, vier Wischer und die Drehung vorwärts. Und Wischer 1, der zweite und vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. Wischer, Wischer, cha, cha nach rechts. Cha, cha, cha. Viermal pendeln. Cha, cha nach links. Cha, cha, cha. Atmen. Ausschütteln. Einen Schluck trinken. Ich muss auch mal einen Schluck trinken kurz. So, ich musste mal kurz einen Schluck trinken. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschwitzt. So ähnlich wie ich. Jetzt entspannen wir uns noch mal kurz ein bisschen zusammen. Ha. So, ein bisschen in die Grätsche, ganz locker. Und wir rollen mal die Schultern ein bisschen nach hinten. Welche, ist egal, Hauptsache im Wechsel. Rechte und linke Schulter ein bisschen rollen. Steht was Schönes im Chat. Schon eine Weile wahrscheinlich. Habe ich verstanden, liebe Erika. Vielen Dank. Jetzt habe ich es auch schon gelesen. Ah, okay. Wir nehmen die Arme mal ein bisschen mit. Die Ellenbögen erstmal ein bisschen. Ah, dann die Arme noch ein bisschen ausklappen. Genau. Oberkörper ein bisschen mitdrehen. Das ist gut. Wir führen die Hände mal vorne zusammen. Finger spreizen weg voneinander. Und kurz unter Schulterhöhe ein bisschen Spannung nach hinten aufbauen. Schultern nicht hoch, Schultern schön runter. Für den ganzen Brustkorb, für die Arme, für die Sehnen in den Unterarmen. Und einmal alles nach vorne strecken, inklusive Kopf. So, den Kopf langsam wieder hoch. Schulter nochmal ausschütteln. Alles gut. So, ich drehe mich mal zu euch. Für den Rücken. Wieder locker ins Knie. Und der rechte Arm geht über den Kopf. Und möchte ein bisschen nach links oben. Und die linke Hand locker an die rechte Hüfte vorne. Wer möchte, neigt noch ein bisschen nach links. Und wir wechseln die Seite. Rechte Hand unten an die linke Hüfte. Linke Hand oben über den Kopf. Ein bisschen strecken. Einmal wieder lösen, lockern. Wir nehmen mal die rechte Ferse und stellen die mal bitte nach vorne. Stehen auf dem linken Fuß. Oberkörper neigt sich nach vorne und die Fußspitze ziehen wir nach oben. Mal ein bisschen was für die Beine. Oberkörper neigt noch ein bisschen. Rücken halbwegs gerade. Und dann wechseln wir einmal. Ausschütteln. Linke Ferse nach vorne. Oder die andere. Knie schön schließen dabei. Und Oberkörper neigt. Spitze ziehen wir an. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Sehr gut, dann wieder lösen. Nochmal entspannen. Wir nehmen den anderen Fuß nochmal. Heißt nochmal das rechte Bein nach vorne, bei mir zumindest. Wir neigen nochmal und ihr versucht mal mit der linken Hand Richtung Fuß zu gehen. Zack. Ja,
Müsst nicht bis ganz runter, nur so ein bisschen in die Richtung ziehen, damit der Rücken noch ein bisschen mehr Zug bekommt. Ihr dürft auch beide Hände in die Richtung bewegen. Schön warm geworden heute. So. Ja, dann nochmal ausschütteln. Und eine Seite haben wir noch. Die linke Ferse geht nochmal an den Boden. Zack. Und der entgegengesetzte Arm, also meistens der rechte, geht nochmal zur Fußspitze. Schön, schön, schön. Und wenn die Knie geschlossen bleiben, dabei macht es noch viel mehr Spaß. Wenn da noch Luft zwischen den Knien ist, dann zieht das gar nicht so doll. Macht ihr das ordentlich? Schön unten bleiben? Ja, ich muss nochmal gucken. Na gut, ihr macht das toll. Sehr schön. Ihr Lieben, es war sehr schön. Mir ist warm. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Und ich bin sehr froh, dass der Stream heute mal wieder funktioniert hat. Und wir das demnächst wieder regelmäßig machen und vor allen Dingen auch wieder regelmäßig in der Tanzschule. Das wünsche ich mir sehr. Bewegt ihr euch denn zu Hause ein bisschen? Ja, gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Online-Angebote, die man nutzen kann. Macht das, bleibt in Bewegung. Ich gebe mein Bestes, wieder ein bisschen fitter zu werden. Im Moment baue ich eigentlich nur. Immer am Basteln und am Bauen, deswegen kommt der Sport ein bisschen kurz. Aber das wird mit euch auch wieder besser. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz entspannte Osterfeiertage. Genießt die Zeit. Genießt vor allem noch ein bisschen die Sonne, die heute, naja, heute nicht mehr so, aber da morgen kommt bestimmt noch ein bisschen was. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zum Tanzfit, ihr Lieben. Es war mir eine Freude. Tschüss.